Was du heute unbedingt hören solltest. Alles, was du jetzt siehst, ist bereits Vergangenheit. Es ist das Ergebnis dessen, was sich irgendjemand gedacht hat, was irgendjemand gefühlt hat. In dem Moment, wo es gedacht und gefühlt wurde, hat es sich manifestiert und es hat eine Weile gebraucht, bis es im Jetzt in die Existenz kommt und du es sehen und erleben kannst. Irgendwer hat was gedacht, hat was gefühlt, du hast was gedacht, du hast was gefühlt und das hat sich als Resultat im Jetzt gezeigt. Das heißt, alles, was du jetzt siehst, ist nichts als das Ergebnis deiner vergangenen Vorstellungen. Warum also solltest du dich jetzt verrückt machen über das, was ist? Viel besser ist es, wenn du dich jetzt konzentrierst auf das, was du in der Zukunft erleben möchtest. Fühl dich so, als wäre das bereits da, was du dir so sehr wünschst. Weil das, was jetzt ist, ist ohnehin bereits Vergangenheit. Jetzt geht es um die Zukunft, das, was du willst, was du erleben, was du sehen willst. Das heißt, geh quasi in die Zukunft mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, freu dich an dem, was dann sein wird. Weil das ist dann auch das Ergebnis deiner jetzigen Gedanken, deiner jetzigen Gefühle. Das wollte ich, dass du heute hörst. Und wenn du mehr Tipps fürs Glücklichsein haben möchtest, freue ich mich, wenn du in mein Buch reinschaust, Pia und das Glück.